Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu den Flatex Morning News. Der deutsche Aktienmarkt hatte gestern einen schwierigen Tag hinter sich. Zu Handelsbeginn, da standen noch Gewinne, dann ging es aber tief ins Minus. Einen Teil der Verluste konnte der DAX dann am Ende zwar wieder reduzieren, er schloss dann bei 10.361 Punkten, ein Minus von 0,31%. Wie geht's heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken an dieser Stelle wie gewohnt nach Frankfurt zu unserem Korrespondenten Patrick Dewayne. Schönen guten Morgen, Patrick. Was dürfen wir uns heute vom DAX erwarten? Wunderschönen guten Morgen, Marco. Das Verbrauchervertrauen war der Grund vor allen Dingen dafür, weshalb der Dow dann doch in den grünen Bereich gedreht hat und mit 0,7% schlussendlich bei 18.228 Punkten geschlossen hat. Zudem gab es gute Zahlen von Nike, die Umsatz und Gewinn steigern konnten. Und das TV-Duell in Amerika, das war ja noch das, was auch so ein bisschen Einfluss gegeben hat auf den Dow Jones. Das hat alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass der Dow Jones im Plus enden konnte final. Die Vorgaben aus Asien, die sehen nicht ganz so gut aus. Da sieht man Gewinn mit Namen ein starker Yen nach wie vor, der so ein bisschen vor allen Dingen die exportorientierten Werte belasten dürfte. Und hier in Deutschland, da sind es vor allen Dingen zwei Unternehmen, die auch heute wieder eine große Rolle spielen dürften. Zum einen die Deutsche Bank, die ja beim Abbau von 9.000 Stellen sich mit dem Betriebsrat weitestgehend geeinigt haben soll. Und John Crine, CEO seines Zeichens, hat nochmal betont, dass weder eine Kapitalerhöhung noch Geld von irgendwelchen Staatshilfen oder sowas beansprucht werden müsse. Die Bank sei, so seine Aussage, so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Aktie müsste eigentlich heute einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen können. Und bei der Lufthansa, da geht es dann doch relativ zügig, was die Übernahme von 40 Flugzeugen aus dem Bestand von Air Berlin und den damit zusammenhängenden Leasingvertrag betrifft. Kommt das zustande, dann wäre die Lufthansa-Billigtochter Eurowings die Nummer 3 hinter EasyJet und Ryanair. Besten Dank nach Frankfurt, Patrick. Wir kommen zur Charttechnik. Aus charttechnischer Perspektive haben die Bullen auf der Oberseite zunächst Ziele bis 10.470 bzw. 10.500 Punkte im Visier. Unterhalb von 10.300 Punkten droht dagegen ein neuerlicher Angriff auf das Bewegungstief bei 10.262 Punkten, dem im Erfolgsfall übergeordnet Rückläufe bis 10.110 Punkten folgen könnten. Schauen wir nun auf ein paar Produkte, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Da hätten wir zunächst ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den LEFDAX mit der WKN XM2 HEB. Dann ein Seitwärtsprodukt, ein Inline-Optionsschein auf den DAX, hier die WKN DL2 62Q. Und ein Short-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den Short-DAX, die WKN lautet XM2 SRT. Jetzt kommen wir noch zu den Terminen des Tages. Um 8.45 Uhr gibt es aus Frankreich das Verbrauchervertrauen. Um 10 Uhr wird dieses für Italien veröffentlicht. Ebenfalls um 10 Uhr findet eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi statt. Um 13 Uhr wird BlackBerry sein Ergebnis fürs zweite Quartal vorlegen. Und um 14.30 Uhr gibt es die Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter aus den USA. Den Flatex Morning Newsletter können Sie abonnieren, wenn Sie mögen. Gehen Sie auf flatex.de/service/newsletter. Wenn Sie dies tun, bekommen Sie ihn montags bis freitags um 8.30 Uhr zugeschickt und auch noch ein tägliches Update bekommen Sie um 10.30 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.